Yo YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 19 Karrieremodus mit dem ersten FC Kaiserslautern. Und nach dem letzten Spiel, das wir auch wieder gewinnen konnten, machen wir mal fröhlich weiter. Wir erstmal die Trainings und trainieren mal die Jugend. Ja, der Hoffmann, den machen wir mal mittel. Dann haben wir hier in der Außenverteidigung den Winter. Machen wir mal schwierig. Und wen haben wir dann noch? Komm, Feschner ist ein junger Typ. Den machen wir auch noch mit. Machen wir mal leicht, komm. Und last but not least würde ich dann gern trotzdem noch unseren Torhüter mit der Schwierigkeit Mittel trainieren und wir simulieren alles. Oh, das ist so geil. Dreimal A, einmal B, einmal C. Kann sich sehen lassen. Sehr gut. Weiter geht's. Dann sehen wir uns mal die Tabelle an. Kaiserslautern auf dem 5. Tabellenplatz. Das sieht ja schon mal recht. Ja, es sind immer noch 4 Punkte bis auf den Relegationsplatz, ja, und 4 und dann 7 Punkte auf den 2. Platz. Das ist schon heftig, ja. Das ist schon. Gut, der nächste Gegner ist der KFC Uerdingen. Ja, Uerdingen. Die sind um 9. Tabellenplatz mit 14 Punkten, also 3 Punkte hinter uns. Er gibt natürlich da wieder ein schwieriges Spiel, weiß ich jetzt schon. Wir simulieren mal weiter. Gucken mal, was passiert. So, können wir nochmal trainieren. War eine Woche spielfrei. Machen wir dasselbe nochmal. Ja, diesmal sieht es ein bisschen anders aus. Nicht mehr so gut. Ja, gut. Soll mal egal sein. Jetzt erstmal Büro. Gibt es nochmal Post? Monatliches Scouting-Update. Jan Groß. Achim Schulte. Jan Kaiser. Paul Bauer. Alter 17. Der sieht vielversprechend aus. Spieler verpflichten Mamo. Okay. Das löschen wir. Und dann gehen wir nochmal zurück. Jetzt sind wir schon wieder in der Wertung übergefallen. Warum auch immer. Scheiß die Wand an. Und dann würde ich sagen, gehen wir in das nächste Ligaspiel. Die für komische Trikots. Ja, man lasse Demon Weiß spielen. Und die Teamaufstellung wollte ich ja nochmal. Ja, komm, wir lassen es so, wie es ist. Egal. Ich spiele jetzt einfach mal so. Ich riskiere das jetzt mal. Im letzten Spiel hat es ja doch einigermaßen gut geklappt. Natürlich schießt er den vorbei, ey. Jetzt ist er drin. Ha! Das konnte ich auch mal besser. Bam. Das war jetzt Abseits. Ne, doch nicht da. Super. Schade. Das war Abseits. Ach, da war ich schon mal besser, ja. Weiter geht's. Wir gehen in das Spiel. Spielen wir eigentlich daheim oder, auswärts? Habe ich jetzt gerade aufgepasst. Ja, wir spielen zu Hause auf dem Betzeberg. Das ist schon mal gut.
Live aus dem Fritz-Walter-Stadion. Erst FC Kaiserslautern empfängt den KFC Uerdingen. Und ich würde sagen, wir legen los. Wir spielen von links nach rechts, haben Anstoß. Und Bergmann passt zu Dick. Dick wieder zurück zu Kraus. Kraus zu Albeck. Albeck verliert erstmal die Pille wieder. Unnötigerweise. Und Uerdingen gleich wieder hier. Wie der Ballermanns ausgeschossen, gibt Abstoß durch unseren Keeper. Ein bisschen konzentrierter Spieler. Schön gemacht. Ja, schön. Tor! 1-0 für den ersten FC Kaiserslautern in der 7. Spielminute. Ja! Geil gemacht. Erster Angriff. Erstes Tor durch Biala. Hätte ich jetzt gedacht. Sehr geil gemacht. Schöner Pass in die Mitte. Dann für eine kleine Finte und dann batsch ist das Ding drin. Keine Chance für den Keeper aus Uerdingen. Der war zu platziert. Oh, schön geschossen. Yes! Jetzt ist es hier, das Ding wieder nach Hause zu bringen, natürlich. Ah, schade. Vorsicht. Ah, und dann so ein Pass kannst du da einfach nicht gebrauchen. Ah, Vorsicht. Der Ball geht aber ins Aus. Da haben wir jetzt ein bisschen die Konzentration verloren, ne? War ein bisschen gefährlich vor jetzt. Alter, was macht ihr? Ah, schade. Kam man nicht durch. Der Ding kommt wieder. Vorsicht! Ball geht drüber. Das wird doch noch schwieriger als ich dachte. Boah, die sind total aggressiv drauf, die Jungs, ey. Das ist ja Ding. Jetzt, wo sie zurückliegen, noch umso mehr. Schön gemacht. Schöner Pass zu Hämlein. Hämlein jetzt mit der Flanke. Die kommt rein. Aber findet nicht den Mann. Schade. Ach, scheiße. Steht erstmal ein bisschen ungünstig. Sehr schön aufgepasst. Super gemacht, aber der Pass ist wieder scheiße. Ins Mittelfeld gepasst und. Vorsicht! Latte. Hallens ausgeschossen. 26. Spielminute. Der FCK ist wieder in argen Nöten hinten. Ah! Müsste Eckball geben, ja. Gibt Eckball. Erste Ecke für Uerdingen. Kaiserslautern. In arger Bedrängnis hinter. Jungs, geht raus. Ah, und dann. Sehr schön aufgepasst. Den Ball wollte ich doch gerade hinspielen. Also doch relativ glückliche Führung, würde ich sagen. Hier geht der KFC Uerdingen. Jetzt vielleicht nur mit ein bisschen Ruhe. Konterchance für den ersten FC Kaiserslautern. Flanke müsste jetzt kommen. Flanke kommt rein. Ah, schade. Torwart geht dazwischen. Ja, teilweise musst du den Spieler echt die Beine brechen, damit du an den Ball kommst. Vorsicht, 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 Latte, weg damit. Nochmal,
Ball ist immer noch heiß. Aber jetzt geklärt. Ah. Dann geht doch an den Ball dran. Schön. Schön dazwischen. 45. Spielminute läuft schon. Sehr schön aufgepasst. Jetzt ist aber nur noch einer vorne. Ach, Kerl. Will er durchstecken. Schiedsrichter pfeift immer noch nicht ab. Weg damit. Jetzt ist das Spiel vorbei. Nach 4 Minuten, fast 4 Minuten Nachspielzeit, steht es hier in Kaiserslautern 1:0 für den ersten FC Kaiserslautern. Allerdings sehr glücklich. Uff. Da haben wir bisher sehr viel Glück gehabt. Halbzeitergebnisse 18:60, München liegt zu Hause zurück gegen Braunschweig mit 0:1. Carl Zeiss Jena und VfR Aalen steht es zur Halbzeit 1:1. Preußen Münster, Würzburger Kickers 0:0. Groß Asbach und Meppen 0:0. Und Sportfreunde Lotte liegen zurück zu Hause gegen VfL Osnabrück mit 0:1. Was machen wir hier jetzt? Ich hole jetzt mal den Picknummerin und verschnappt auf Amorin wieder für Löhmanns Rüben. Gut, so machen wir das mal. Weiter geht's. Zweite Halbzeit beginnt. Uerdingen jetzt von links nach rechts in den weißen Trikots. Nach wie vor. Jetzt muss ich mich ein bisschen umstellen. Ja, sehr schön aufgepasst. Ah, wie die enden aber auch den Ball abjage. Unglaublich. Ah, und dann so ein Pass. Der wollte ich eigentlich gerade dahin schießen. FIFA. Alte Verwalte. Ball. Ja, dann geh doch zum Ball hin und hol dir den. Nee. Sehr schön verteidigt. Sehr schlau gemacht. Super. Ach, wo schießt du den Ball hin? Junge, 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 Junge. Da schüttelt sogar Fronzek den Kopf. Konnte er gar nicht bestehen dabei. Uah. Ich dachte gleich, ey. Jetzt ist der Ball wieder fort. Dunner Keil nochmal. Vorsicht, Vorsicht! Boah! Haben wir wieder Glück gehabt. KFC Uerdingen drückt gegen unsere Abwehr ganz brutal. Die aggressiv da hier reinkommen. Die kommen mit drei Mann angestimmt, wenn ich hinter der Abschlag mache hier. Der Abstoß. Jetzt vielleicht mal Befreiungsschlag. Jetzt vielleicht mal Biada nochmal zum zweiten. Ah, schade, fast. Hätte es geklappt. Eigentlich die zweite Chance im Spiel. Flanke kommt drin. Ah, schade. Lässt er abpralle. Nächste Chance. Ja, Vorsicht. Uerdingen kommt wieder. Jetzt ist er durch. Albeck ist durch, ist aber nicht schnell genug. Müsst jetzt schießen, schießt. Ach, am Tor vorbei. In der 75. Spielminute. Dritte Möglichkeit für den ersten FC Kaiserslautern, hier die Führung auszubauen. Aber dann geht das Ding einen halben Meter über die Latte. Nächster Wechsel bei Uerdingen. Halbe Minute noch. Muss der FCK hier durchstehen. Muss der die Führung noch halten. Dann sind die nächsten drei Punkte im Kasten. Und ich sage,
Schön aufgepasst. Albeck jetzt am Ball. Ist aber nämlich schnell genug. Jetzt Pick wieder über die Außenbahn. Pick. Schuss. Nee, kommt kein Schuss mehr. Jetzt Vorsicht. Edigen kommt. Schön, 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 schön. Flanke. Nächste Flanke gibt Eckball für den ersten FC Kaiserslautern. Und das nimmt wieder Zeit von der Uhr. Das ist gut. Nächster Wechsel bei Uerdingen. Meister geht raus und ich kann den Namen nicht lesen. Lukas kommt rein. Eckball jetzt wird ausgeführt von Bergmann. Bergmann zu. Schuss. Ah, Riesenchance wieder in der 84. Spielminute durch Heinold. Ah, da trifft er den Ball nicht richtig. Das wäre es gewesen. Das wäre die Entscheidung gewesen. Es gibt Abstoß für den KFC. Ja, KFC wird den meisten vorhin mit der Pille. Lauter macht das jetzt gut mit der Raumdeckung. Langer Ball nach vorne. Vorsicht, Uerdingen kommt jetzt wieder. Schön, durch Heinold aufgepasst. Ball nach vorne gespielt, sinnlos, den Ball verloren wieder. Und sich das mal nicht nochmal recht. Vorsicht, aber sie was hatten. 90 Minuten sind vorbei. Ah, den Ball. Und das ist das Spiel aus. Wir gewinnen das Spiel hier in Kaiserslautern mit 1:0. Zwar etwas glücklich, aber so dreckige Spiele musst du machen. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn man das Spiel einmal so dreckig gewinnt wie jetzt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet doch gerne nochmal ein beim nächsten Mal. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert mich nochmal. Ganz wichtig. Und vielleicht auch unter die Glocke drücken. Und damit ihr nichts verpasst. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.